So, da bin ich auch wieder. Ich habe ja vorher ein paar aufgenommen gehabt, aber dann, naja, dann ist mein Spielwort nicht mehr weiterlaufen. Und das Problem war, ich konnte nicht mehr weiterspielen. Ist auch nett, oder? Aber jetzt erstmal irgendwie verlangt. Mal sehen, was mein Glück beschert. Metronom! Eigentlich gut, Togepi, aber Betonung war eigentlich. Togepi schläft weiterhin. Vielleicht machen wir jetzt angreifen. Kopfnuss! Und Kopfnuss! Hau deine Beine gegen Phlegmon! Apropos! Ich zeige dann praktisch als Special so die Metronomen Attacken, die ich bei den, sagen wir es mal so, bei dem fast verlorenen Part, nämlich, naja, fast verlorenen Part, nämlich eingesetzt habe. Ja, könnte machen. Apropos, ihr wisst nicht, wie laut die Musik in meinen Ohren dröhnt. Also, nicht wundern, wenn ich hier beispielsweise schreie. Oder wenn ich das so schreiartig mache. Jetzt reicht's mir. Ich bin jetzt ein bisschen charmant. Und beziehungsweise natürlich Charme. So mit der Säcke. Zieht dein Leute wieder ab. Wieder Schaum. Mein Charme. Lässt ihn schwach werden. Aber trotzdem macht es auch so viele KP. Also, ein. Aber das war's jetzt auch. Weiter kann ich's nicht so benutzen. So, ohne Quit würde ich's jetzt schaffen. Also, ich meine jetzt, wenn der Gegner kein Quit benutzt, dann würde ich's schaffen. Oh. Schaum ist so eine charmante Attacke. Ja, ich weiß. Ding, 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 ding. So jung und so gemein. Bei diesem anderen Part. Da. Naja. Wieso hackt du so? Übrigens für alle, die es nicht wissen, hier ist der Namensbewerter. In diesem Häuschen. Das heißt, wenn jemand eins nach meinem Pokémon benannt werden will, kann ich's dann machen. Aber nur wenn ein Kommentar kommt. Irgendwas stimmt nicht. Wieso hackt du so? Naja, teilweise auch schlechte Qualität. Sag ich jetzt mal. Ja, ein bisschen flüssig. Hack-Attacke. Ja, gegen Hauslauf-Attacke. So, ich hab den unteren Geschoss machen und für alle, die es zeigen. Items! Items! Und ich spreche diese Bubis immer an. Und außerdem wird's jetzt halt die Flüsse. Und jetzt hier ist ein Marschak. Aber jetzt sieht es irgendwie aus wie so ein Kerl mit einer merkwürdigen Rübe, mit einer Hose und Krallen an den Beinen, Füßen, was auch immer. Übrigens, wenn Kommentare kommen, dann möchte ich ja einfach so. Damit ihr nicht so, zum Beispiel euch selbst bekriegt und sowas. So.
Abra, nicht du. Flucht unmöglich und teleportiert sich trotzdem. LOL? WTF? Was auch immer? Das muss ich nicht verstehen, oder? Ein Tomato. Ich weiß nicht, wieso mein Spiel da immer so schlechte Grafik hat. Aber es kann mir auch egal sein. Piu. Ich sag nix. So. Und weiter mit Turnum. Cool, Steinhagel. Und die Sterne zerquetschen es. Wehe, du bist eine Gauerntage, Togepi. Wehe. Ja, uns ein bisschen schneller zu machen. Es verlässt uns, wir pennen. Es verlässt uns, wir pennen. Metronom. Lichtet. Klar, Spitzerverteidigung. Aber ich bin nur zu Hause. Metronom. Ist auch gut. Irgendwie. Also sitzt sieht man auch einige Attacken. Brutzel, brutzel, brutzel. Knirsch, knirsch, knirsch. Okay, ich sollte lieber mal weitergehen. Ja, geht jetzt doch. Aber erstmal kurz mal. Schwester Joy, ich will dich schnappen. Übrigens, ich wollte noch was zeigen. Hier oben kann man so Connex Clubs machen. Eine für Tau. Warte mal. Nach diesem Zeichen hier sieht es das Tausch aus. Hier Battle. Und das ist hier so eine Zeitmaschine. Da kann man aus Rot, Blau, Gelb, glaube ich, einfach so irgendwas schnappen. Aber es ist noch nicht verfügbar. Und irgendwie kann man nämlich mit denen Kontakt aufnehmen. Ich hab's nie geschafft. Okay, muss weg. Ja, juhu. Soll ich? Ja, ich geh. Oh, du hast keine Mützen. Nimm die Leute, dann geben sie dir etwas. Gib mir Münzen. Ja, von den Typen haben wir jetzt den Münzkorb halt. Gib mir Münzen! Gib mir diese verfluchten Münzen! Hab ich gewonnen, Münzen-Amulett? Die wollen mir irgendwie nichts geben. Ja, da. Ich hab den Münzen ab! Ich will, damit ihr mir Münzen gibt. War's nicht schon mal so? Ja, einmal genehmigen wir uns. In diesem Kampf gibt es anscheinend nichts. Und das könnt ihr sehen. Scheibenkleister. Übrigens. Ash und Pikachu. Misty. Ash. Scheibenkleister. Ah, fast 3x7. Haha, wieder mal 6. Hier gibt es noch ein, noch so
ein anderes Spiel, wenn ich richtig weiß. Nein. Spiel hakt. Ah ja, hier gibt es das auch noch. Ich nehme das hier mal. Yeah, Pummel auf Level 2. Da gibt es so alles Mögliche im Prinzip. Naja, eigentlich nur die zwei Spiele. So, ich wollte es nur mal demonstrieren, obwohl es eigentlich nicht geplant war. Trotzdem. So. Diese Gehacke geht auch einem echt auf den Nerven. Ich weiß nicht, was du auslöst, die Gehacke. Aber ich will's ehrlich gesagt nicht wissen. Okay, Langeweile. Ein Vortex! So, Metronom! Windhose! Sah irgendwie ganz schön verpixelt aus. Togepi! Mati! Böses Vulpix! Ich wollte schon immer eins haben in Gold, Silber, Kristall. Naja, ich hatte nie Silber. Aber ich will's haben. Ich bin auf der Jagd. Na, praktisch ein Pokémon spielen. So. Picknicker Emily wurde gekillt. Und was sie von dem letzten Part, weil ich ja, bevor der zu Ende war, gegen ihn dann gekämpft habe, weil er der vorletzte Trainer. Ein Camper mit grünen Haarspitzen. Du kannst mich jetzt nicht davon jagen. Togepi, keine Elektroattacke. Togepi, triff. Oh, diese Attacke kenne ich. Hör auf, mir den Salz rumzuwirbeln! Sieht aus wie ein Ibitak. Und die Grafik ist einfach sehr crazy. Hör auf, mir den Salz! Okay, zur Rede mit dir durchdrehen. Mega-Hieb! Ich hab einen Teufels-Togepi gerade.